Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica und... Entschuldigung. Ja, beim letzten Mal haben wir unser Guppi-Becken hier erstellt. Ich bin so froh, Alter, dass wir jetzt hier ein Aquarium haben zu Hause. Das ist voll cool. Ja, tatsächlich haben wir hier auch Bäumchen gepflanzt. Da wächst auch schon was. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wollten wir denn gemacht haben. Mittlerweile ist jetzt nur ein Tag vergangen in der nächsten Aufnahmesession. Also für euch, bis das kommt, dauert eh erstmal ein bisschen, bis ihr das hier gesehen habt, die Folge. Also jetzt von dem laufenden Tag bei mir. Dann ist das schon wieder irgendwas ganz anderes. Ich weiß gar nicht mehr, was wollten wir denn gemacht haben. Es kann sein, dass ich noch ein bisschen heiser bin. Aber hey, ich bin wieder negativ. Juhu! Wie kann das sein? Oh mein Gott, negativ. Bin gar nicht mehr gewohnt. So, was ist hier? Batterie ist voll. Das ist super. Würde ich mal nicht mitnehmen, denn... Oder nehme ich das mit? Ich nehme auf jeden Fall erstmal hier die Energiezelle raus. Genau, wir wollten weiter erforschen. Das war das gewesen, ne? Genau. Wir haben ein paar neue Baupläne. Flutlicht. Die Standardausführung des Flutlichts dient zur Fokussierung eines hellen Lichtstrahls in Richtung, in einer Richtung, ist geeignet für alle Arten von Industrie- und Notfallsituationen. Funktioniert in allen unbekannten Umgebungen. Bekannten Umgebungen. Und dann haben wir noch Wasserfiltersystem. Das Filtersystem bezieht für menschlichen Verzehr ungeeignetes Wasser aus einer externen Quelle, spaltet es auf atomarer Ebene in seinen Inhaltsstoffen und erzeugt Trinkwasser und Salze, während schädliche Nebenprodukte beseitigt werden. Es kann in allen kompatiblen Basismodulen gebaut werden, hat aber einen erheblichen Energiebedarf. In allen kompatiblen Basismodulen. Achso. Das Wasserfiltersystem von Altera. Jede Flüssigkeit zu reinem, erfrischenden, pH-neutralen Wasser. Korrekt. Jede Flüssigkeit. So. Was haben wir dann auch? Was haben wir hier? Daten-Downloads. Auroren. Rettungskapsel. Mein Schöpfer, ihre Beschützer und Bewahrer der Welten, gibt mir an diesem Tag meine täglichen Freuden, wie ich sie jene geben, die Freude bei mir suchen. Außentemperatur erreicht kritischen Wert. Zeigt mir den Weg im Leben, in der Wahrheit und ihr die Liebe. Mein ist die Kraft, ich bin der eine. Hinauf und hinab und wieder hinauf. Das Leben ist ein Spiel und das Universum spielt es mit sich selbst. Mein Spiel als dieses Bündel Fleisch ist beendet. Nehmt mich zurück. Da ruft schon der dicke Wal im Hintergrund. Rettungskapsel 7. Ich habe alles versucht. Die Analyse des Fabrikators sind durchgebrannt. Ich kann nicht mehr alle grundlegenden Materialien herstellen. Wie wär's mit einer Batterie? Bitteschön. Ein Kinderspielzeug. Ein Tiefseetaucherausrüstung gefällig? Hier sind ein paar Laborgeräte. Hungrig? Ich kann dir diesen Frucht in Staub verwandeln. Ich mache weiter mit Versuchen und Irrtum. Ich drücke jede Taste. Irgendwann muss doch was Brauchbares rauskommen. Ja. Könnte ich sein, wenn ich irgendwo da gefangen wäre. So, dann haben wir noch Korallen. Ja gut, Röhrenkoralle und Tiere. Schweber. Ja, das spare ich mir jetzt einfach mal. Das haben wir, glaube ich, alles schon ja, gesehen. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Interessant, man kann da über die Tierform und so alles informieren. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist Trinken. Wir können ja jetzt, wie gesagt, weitere Fische fangen. Wir können auch zwei Flaschen nehme ich mit für unterwegs. Ich würde vielleicht noch mal ein paar Fische fangen und noch mal ein paar in unser Becken packen. Aber wenn wir schon gerade einmal hier unterwegs sind. Ah, warte mal. Moment. Welcome aboard, Captain. Hallo. Bevor wir jetzt die große Reise antreten und neue Sachen scannen, würde ich jetzt einmal gerne erstmal was wegpacken, was wir gerade nicht brauchen. Und zwar brauchen wir das Konstruktionswerkzeug zum Bauen nicht. Das ist vollkommener Blödsinn. Das Messer brauchen wir auch gerade nicht aktuell. Die Batterien und die andere Energiezelle ist auch leer, sehe ich gerade, ne? Die sind beide leer. Energiezelle für die Seemotte wäre vielleicht noch ganz geil. Ich guck mal eben gerade. Da brauchen wir einmal Silikongummi. Das haben wir, glaube ich. Ja, hier. Dann würde ich nochmal vorsichtshalber eine bauen. Und das ist ja das, was ich halt meine. Wenn man eine Energiezelle baut, hat man ja wieder quasi... Ist ja quasi wie Abfall in dem Sinne, ne? Weil irgendwann ist sie leer, dann kannst du sie wegschmeißen. Aber eine Ladestation dafür wäre nice. So. Also, wir gehen jetzt ein paar Fischchen sammeln.
Und wenn wir die Fischchen haben, dann gehen wir auf Tour. Dann trinken wir was, essen wir was und dann let's go. So, aber erstmal hier schwupps. Schwupps. Na. So. Komm her. Ja, das gibt viel Trinken. Klar können wir natürlich nährstoffhaltige Nahrung herstellen. Ich bin echt gespannt, wie viele Fische wir da reinkriegen. In unser tolles Aquarium. Hatten wir da eigentlich ein Fenster eingebaut? Nee, ne? Das müsste das hier sein. So, da ist noch Glubschi. Glubschi, ach, der fliegt schon wieder. Der fliegt vor allen Dingen. Der schwimmt schon wieder weg. Der hat Angst vor mir. Der weiß, was ihm blüht. So. Hallo. Komm mit. Ich frage mich, wo die anderen Lebensarten herkamen. Hier ist zum Beispiel auch. Hier. Zack. Was ist das hier? Ah, okay, ein Ei. Ein Kreaturenei. Den kann ich nicht mitnehmen, ne? Nee. Also manche Tiere sind tatsächlich nur Deko. Deko, Deko. Oh, hallo. Geh weg. Geh weg, lass mich. Das ist ein anderer Fisch gewesen, Usa. Ah, komm noch her. Oh nein, was? Ich bin fast tot. Ich bin jetzt fast gestorben. Unsere Lebensanzeige ist fast weg gewesen. Naja, kann man mal machen. So, haben wir noch was in der Nähe, was ich eben schnell ein... Oh, hallo. Was ich eben schnell einpacken kann. Einmal bitte eintüten. So. Gut. Na dann. Erstmal abschütteln. So. Ah nee, Aquarium, was meinen da? Ich wollte direkt zum... Verstehst schon, auf den Grill schmeißen. Gar nicht mehr gewohnt, dass man das hier so... Dann sollten wir hier noch Fabrikator bauen. Das macht ja Sinn, ne? So, warte mal. Schwupps, schwupps. Schwupps, 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 schwupps. Ah, mir geht nicht, jetzt ist voll, okay. Dann nehmen wir nochmal den mit. Und dann gehen wir mal raus. Schauen wir mal, können wir den Fabrikator bauen? Dann würde ich da noch einen hinzimmern. Lass mal gucken, was wir dafür brauchen. Dazu brauche ich das Bautool doch nochmal. Eigentlich wollte ich ja es nicht gemacht haben. Eigentlich wollte ich ja hier... Ja. Das packen wir mal wieder hier auf die 5. So, was brauchen wir dafür? Fabrikator. Der ist nicht hier, der ist da. Titan, Gold und Tischkorallenprobe. Das haben wir. Bevor wir das aber machen, essen. Na komm. Also, Tischkorallenprobe. Was war das jetzt noch? Jetzt habe ich alles schon wieder vergessen. Tischkorallenprobe. Titan, glaube ich, ne? Einmal. Und, glaube ich, Kupfererz. War das richtig? Nein, Gold. Ich bin so doof. Es sieht fast genauso aus. Entschuldigung. So, Gold. Hier. Gold. So. Also, falls ihr... überlegt, vielleicht einen Kommentar zu schreiben. Ja, es wird wahrscheinlich immer so sein mit den Kommentaren. Während ihr gerade schreibt, bin ich schon weit voraus in der Aufnahme. Das ist leider bei Aufnahmen nur mal so, dass es... Ja, man kann es nicht ändern. So, pass auf, dann mache ich den Fabrikator doch einfach hier hin. Einen weiteren. Und dann können wir nämlich hier direkt Nahrung herstellen. So. Mmh, lecker. Wir sollten vielleicht auch mal... Ah, zu trinken, Glubschi, wäre schön. Aber wir haben ja was zu trinken noch da. Wir müssen aber trotzdem nochmal was herstellen, weil wir was... Wir sollten es auffüllen, ne? Glubschi, komm mal her. Glubschi, Glubschi, Glubschi. Weil Wasser wäre schon toll. Wie stellen wir denn Dings her? Sag mal. Wie stellen wir denn das andere Wasser her? Ach, desinfiziertes Wasser. Mit Chlorbleiche. Ich stelle mir dann nochmal Chlorbleiche her. Das können wir, glaube ich, auch herstellen. Meine ich zumindest. Hier. Röhrenprobe und Salzablagerung. Warte.
Röhrenprobe und Salzablagerung. Röhrenprobe. Haben wir das nicht irgendwo? Salz haben wir auf jeden Fall. Ah, hier. Röhrenprobe und Salzablagerung. Probieren wir es mal aus. Besseres Wasser herzustellen. Go! So, warte mal. Dann machen wir das doch mal. Also, Chlorbleiche. Da, noch mal. Ja, Wasseraufbereitung. Das ist richtig. So. Dann Wasser. Desinfiziertes Wasser. Kriegen wir denn mal zwei raus? Guck mal eben. Ich stelle trotzdem nochmal Wasser her. Also wir hatten viermal Chlorbleiche. Müssen ja vier Flaschen sein, wenn dann. Eins, zwei, drei. Oh, man kriegt mal zwei daraus. Oh, das ist ja lukrativ. So, Essen. Essen. Gekocht. Gekocht. Okay. Essen, Essen. Dann würde ich einmal hier trinken. Und dann würde ich davon auf jeden Fall was einlagern. Jetzt könnte man da natürlich guten Essensschrank machen, ne? Das machen wir auch. Ganz ehrlich, das machen wir auch. Spind öffnen. Wasser mitnehmen. Dekonstruieren bitte. Mann, ich wollte doch eigentlich in der Folge loslaufen. Schild dekonstruieren. Dann machen wir nämlich jetzt da, weil es natürlich praktisch ist. Machen wir hier jetzt den Essensschrank rein. So, Schild. Erstmal das Schild bauen. Wo war denn das? Wo war das Schild? Da, Schild. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Wir wissen, was drin ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wo war der Spind denn? Der große Spind. Schott, auch schön. Spind, hier. Der spinnt doch wohl. Okay, ich drehe das mal. Ja. So, dahin bitte. Sehr schön. So, aber bitte da rein. Zwei behalte ich. Und dann würde ich sagen, düsen wir jetzt los. Wir haben alles. Ich packe noch eben den Dings weg. Diesen, na hier, das Bautool, das brauchen wir nicht. Vielleicht ein Medipack nehme ich mit. Vorsichtshalber, falls wir angegriffen werden. Kupferdraht können wir auch wegpacken. Dann auch hier rein. So, und dann geht's los. So, wir haben auch volle Energie, wir haben die ganzen Batterien geladen und so. Wir haben ja auch eine Energiezelle dabei, ne? War doch so, oder? Energiezelle, ja, Batterien haben wir jetzt nicht, aber brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Entschuldigung, dass ich so ein bisschen räuspere. Mal eben was trinken, warte mal. Ah, nam 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 nam. Welcome aboard, Captain. Ja, hallo, so, wo rudern wir denn hin? Richtung Süden vielleicht mal? Auf der Straße nach Süden. La 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 la. Es wird immer besser. Wir müssen nur noch ein paar Sachen irgendwie scannen. Vielleicht haben wir ja dann... Vielleicht haben wir ja dann Glück oder so. Weil ich will diesen verbesserten Fabrikator unbedingt haben. Dass wir auch tiefer tauchen können mit der Seemotte und so. Schau mal hier. Vielleicht finden wir hier was Schönes. So, können wir hier was abscannen? Da ist ein Tisch, den haben wir noch nicht gescannt. Ja. Oxygen efficiency decreased. Ganz toll, ein Tisch. Das ist großartig. Ja. Also, ohne Tisch geht's gar nicht. Also, unter Wasser ist der modische Herr, unter Wasser benötigt ein Tisch. Das ist so. Das, ja. Was haben wir hier? Laserschneiderfragment haben wir schon. Was ist das hier? Seemottenfragment haben wir auch schon. Da waren wir, glaube ich, auch schon drin, ne, oder? Ja, ich glaube schon. Also, weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Metallschrott nehme ich mit. Okay, hier ist die Seemotte. Kann es sein, dass die Teile wirklich an gewissen Punkten liegen? Also hier gibt es immer nur die Seemotte.
Und irgendwo weiter weg gibt es dann quasi den Fabrikator. Das heißt, da, wo wir gewesen sind, gab es den Fabrikator komplett zu sammeln. Das wäre natürlich blöd. Oder es wird halt tatsächlich einfach nur prozedural berechnet. Das weiß ich nicht. Oder rein zufällig einfach nur. Kann ich ja nicht sagen. Das weiß ich nicht. Dafür bin ich nicht so gut informiert, was Subnautica angeht. So, hier liegt ein Teil. Was ist das? Ich steige mal aus. Vielleicht kann man scannen. Seemottenfragment. Okay. Das ist es nicht. So, ich düse wieder mit meinem Seemöttchen. Richtung Süden, Südwesten. Schauen wir mal, ob wir vielleicht fündig werden nach neuen Sachen. Wir müssen ja auch aufpassen. Wir werden ja von diesen großen Leviathan immer gejagt. Sagt man Leviathan oder Leviathan? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Oh. Hier waren wir schon, oder? Schrott, ja, will nicht zu viel einsammeln. Waren wir hier schon? Ja, hier ist das Püppchen drin. Alles klar, da waren wir schon gewesen. Ich entsinne mich, als wäre es gestern gewesen, natürlich. So, läuft alles nochmal gucken. Ja, das funktioniert alles, ne? Ja, doch. Was liegt denn hier Schönes? Was ist das denn? Scanraumfragment haben wir schon. Ja, ist das jetzt die Nadel im Heuhaufen suchen? Oder werden wir vielleicht doch fündig gleich irgendwo? Hier geht's ab. Weil wir können ja nicht unter 200. Da liegt auch noch was. Das ist Metallschrott, naja. Ja, ja. Hier geht's auf jeden Fall noch tiefer ab. Alter, erschreck mich doch nicht so. Alter Schwede, mach doch nicht sowas. So, ich würde mal hier so ein bisschen bleiben. Da ist eine... Ich dachte, da wäre eine Höhle. Da liegen auch Teile, aber das ist, glaube ich, auch nur Metallschrott. Ich frage mich, was passiert, wenn die Seemotte komplett... Das könnte ein Shot sein, oder? Scannenraumfragment, alles klar. Ich frage mich, wenn die Seemotte komplett kaputt ist, muss man die dann einfach nur reparieren wieder? Oder fällt die dann auseinander? Hat man dann keine mehr? Aber das Seemöttchen war ja relativ schnell gebaut, muss man ja einfach sagen. Das ging ja doch relativ gut. So, hier liegen noch Fragmente. Hier waren wir, glaube ich, auch schon mal gewesen. Ja. Aua, Alter. Ich weiß nicht, was wir hier gefunden hatten. Aber das Problem ist, wir werden ja auch angegriffen, ne? Und ich kann halt nicht tiefer hier. Ich kann zwar nochmal gucken, ob ich hier noch was finde zum Scannen. Wärmefragment, haben wir da schon alles von? Ah, hier war das Wärmefragment. Ich glaube, hier haben wir, glaube ich, alles soweit gescannt gehabt. Ich meine, da unten wäre noch interessant, was da unten noch alles liegt. Aber wir sollten aufpassen wegen unser Sauerstoff. Aber ich muss den Rückweg auch noch berechnen, der dauert ja auch ein bisschen, bis wir da sind. Aber vielleicht... Ich lasse das erstmal mit der Tiefe da. Da können wir immer noch hin. Weil wenn das nur das... Ciao! Tschüssikowski! Mr. Warper ist wieder da. Charlie Warper. Charlie Warper. Der Witz wird niemals alt. So. Ma, da ist sehr tief. In tiefe Gewässer. Und am Rand der Karte möchte ich, glaube ich, nicht mehr so dran, weil wir haben ja gesehen, was uns da erwartet. So, hier ist wieder ein bisschen Flacheres.
Gebiet. Vielleicht finden wir hier was. Ich muss halt ständig die Augen offen halten, ne? Ob ich das nochmal finde? Mit der Werkbank. Dass irgendwo ich da fündig werde. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Zahn. Sieht ein bisschen aus wie ein Zahn. Was soll denn das sein? Da kann ich gar nicht scannen. Was ist da? Hier, da unten ist eine Riesenhöhle, glaube ich zumindest.